Servus Leute und willkommen zu meinem neuesten Video. Lange ist's her, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, euch mal wieder von mir hören zu lassen. Mittlerweile haben wir ja schon ein Drittel des Jahres geschafft und ungefähr drei Viertel der Diät. Ja, wie ich schon in den letzten Jahren, Monaten immer mal wieder erwähnt habe, werde ich ja dieses Jahr einen Wettkampf machen, einen Bodybuilding-Wettkampf und auf der Bühne stehen, Mitte Mai, am 12. Mai, um genauer zu sein. Und ja, jetzt ist die heiße Phase, würde ich mal sagen, angelaufen. Wir haben jetzt noch knapp 4 Wochen. Ja, wie ist die momentane Situation? Ich wollte euch einfach mal kurz ein Update geben, euch nachher auch mal die Form zeigen. Ob du noch ein bisschen Druck auf die Beine bekommst. Ja, ist aber gut. Oben sieht es gut aus. Jetzt hast du gute Spannung, halt die Beine. Rechte Bein ist gut von der Spannung. Streck dich ein bisschen, mach dich größer. Jawohl, Druck auf Bein, genau, Wade, ist gut. Rechte Bein ist gut. Ja, mach das ruhig, genau. Mach ruhig einen Wechsel. Und meine Erfahrung mit euch teilen. Wie fühlt sich so eine Wettkampfdiät für einen Debütanten an? Ja, ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht, ja, so eine lange, intensive Diät und was da alles dazugehört, seht ihr jetzt. Erstens hätten wir da die Ernährung, ja, was spielt eine größere Rolle in der Diät als die Ernährung? Was die Ernährung angeht, habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich bin ja relativ hoch mit dem Gewicht eingestiegen, bei 95 Kilo. Dementsprechend war auch mein Kalorienverbrauch. Also ich habe ihn wirklich geschätzt mit dem Training auf 3,1, 3,2 Minimum, ja. Dementsprechend bin ich auch mit 3000 erstmal eingestiegen, war auch dem geschuldet, dass ich noch Klausuren hatte und da wirklich auch hier oben on point sein musste und das mit 2000, 2500 Kalorien wäre einfach nicht gegangen. Ja, also ich bin relativ hoch eingestiegen, das Ganze 2 Wochen lang, gar nicht so lang, weil ich dann auch relativ schnell gemerkt habe und da kommen wir auch zum Punkt, das Defizit war nicht hoch genug. Was mache ich? Machst du jetzt mehr Cardio? Isst du jetzt weniger? Trainierst du härter? Bist du tagsüber mehr aktiv? Und da ich ja noch im Klausurenstress war, blieb mir eigentlich nur eine einzige Wahl, und zwar mehr Cardio zu machen, und zwar nach den Trainingseinheiten abends. Ich war dann meistens bis um 19 Uhr in der Uni, bin dann nach Hause, habe dann kurz was gegessen und meinen Kaffee getrunken, bin dann ins Gym für 3 Stunden und habe halt danach, beziehungsweise nach meinen 1,5-2 Stunden Krafttraining, noch eine halbe Stunde Cardio gemacht. Dann ging es auch so langsam voran, ja, also dann gingen die ersten Kilos runter, aber es war noch immer nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wirklich in der Diät angekommen, und ich bin mit einem Mindset da reingegangen, dass es unglaublich hart sein muss, ab Tag 1, dass ich Kraftverluste habe, wie sonst gar nichts, also wirklich abartig, weil ich habe letzten Sommer oder beziehungsweise im Sommer 2016 schon mal eine Diät über 11-12 Wochen gemacht, und da ist meine Kraft ab Woche 3-4 so radikal eingebrochen. Genau das gleiche habe ich natürlich jetzt auch hier erwartet. War überhaupt nicht der Fall. Ja, dazu kommen wir zwar gleich nochmal. Jedenfalls bin ich dann mit dem Cardio hoch, und später dann, als ich gemerkt habe, es tut sich noch nicht viel, bin ich von 3 auf im Schnitt 2,8 runtergegangen. Das habe ich dann auch wirklich eine Zeit lang so einbehalten. Ich glaube, 3 Wochen oder so. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Und danach, als ich gemerkt habe, hey, jetzt ist schon ein Monat vorbei und du hast vielleicht erst 3 Kilo verloren, da muss mehr passieren. Und das muss schneller gehen. Und da muss noch viel, viel runter, weil
mein Zielgewicht im Kopf war am Anfang, stellt euch auf 75 Kilo. Das heißt 20 Kilo Gewichtsverlust. Dass das quasi nicht möglich sein wird, musste ich schnell erfahren. Und dass es vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist auch. Jedenfalls habe ich dann die Ernährung wirklich von If It Fits Your Macros wirklich gegessen, was ich wollte. Ich habe die gleichen Gerichte gegessen. Ich habe alles so gemacht wie davor, im Aufbau auch, nur halt weniger. Und mein Eiweiß ein bisschen erhöht. Bin ich dann davon auf wirklich getimte Mahlzeiten, ja, standardisierte Mahlzeiten. Das war dann meistens, ich kann mal hier ein paar Bilder einblenden, ja, Nudeln oder Reis mit einer Tomatensauce, Gemüse, Fleisch, Hähnchenfleisch und Gewürzen halt. Oder es war Kartoffeln mit Kräuterquark und ein bisschen Light Ketchup, ja. Und das ging auch alles vollkommen klar. Ich hatte noch immer keinen Hunger, selbst bei 2800 Kalorien gar kein Problem. Dann ging das Ganze 3-4 Wochen und dann bin ich noch weiter runtergegangen. Dann bin ich wirklich auf 2500 Kalorien gegangen und habe es so gemacht, dass ich meine Carbs angepasst habe. Ja, ich bin montags mit 2000 rein, dienstags mit 2,5, mittwochs mit 3, dann wieder 2, 2, 5, 3 und immer so weiter. Das Ganze hat sich dann immer um einen Tag verschoben, was unpraktisch war, weil ich mir im Kopf gedacht habe, hey, du hast am Tag vorher nur 2000 Kalorien gegessen, heute nur 2500, wie willst du denn die Leistung im schweren Beintraining von letzter Woche nochmal abrufen? Vor allem, wenn dann eben so ein Beintraining auf einen 2500er Tag gefallen ist, war das Ganze mental doch echt eine Herausforderung. Zu meinem Erstaunen, oder Leute, dazu kommen wir gleich. Training kommt gleich. Jedenfalls ist es dann weiter runtergegangen. Immer weiter und es hat funktioniert. Und dann kam ich so an die letzten 6-7 Wochen. Ich habe gesehen, hey, Oberkörper, Rücken, Arme, Schultern auch. Wirklich schon fast bühnenreif ab 6 Wochen vor Wettkampf. Die Beine, der Arsch, die Hüften und der untere Rücken waren noch genauso fett gefühlt wie am Anfang der Diät. Ich dachte mir so, okay, du bist jetzt bei 85 Kilo, der Oberkörper ist schon fast komplett frei, du hast 10 Kilo abgenommen, die Beine und der Rest, der gesamte untere Abschnitt zum Kotzen. Wie willst du das jemals in den 6 Wochen runterkriegen? Ich natürlich mit meinem Coach, der Yannick, Grüße gehen raus an dich, das abgesprochen, er meinte, nein, mach einfach so weiter, du nimmst ja ab. Pro Woche waren es dann circa, Wahnsinn, 600, 800 Gramm. Und ja, es hat zwar funktioniert, aber trotzdem, ich war mir sicher, es würde nicht reichen. Es würde einfach nicht reichen, am Ende trocken auf der Bühne zu stehen, ja, mit den Kalorien. Dazu müsst ihr wissen, ich habe wirklich versucht, meinen Energieverbrauch hochzuschrauben, ja, und das Defizit so groß wie möglich zu halten. Was ich dann auch wirklich in einem Defizit von, ich glaube, mindestens 800 Kalorien am Tag enden gelassen habe. Und jedenfalls war ich aber dann trotzdem noch immer so in Angst und Furcht, dass es dann alles umsonst gewesen ist und ich die Beine nicht freikriege, weil ihr müsst wissen, die Beine, das ist meine allergrößte Stärke in meinem Körper. Wenn irgendwas wirklich heraussticht, dann sind es die Beine und mit denen kann ich wirklich punkten, wenn ich dann auf der Bühne stehe. Ich habe keine großen Schlüsselbeine, keine breiten Schultern, ich habe keine arg schmale Taille, ich habe echt eine doofe Bauchmuskelgenetik. Ja, die Beine waren wirklich so das, wo ich mir sehr viel Hoffnung gemacht habe und die wurden einfach nicht frei. Dementsprechend bin ich dann nochmal, und da kommen wir auch zu meiner momentanen Situation, auf 2000 Kalorien am Tag runter. Was jetzt sich krass anhört, weil ihr müsst, oder jeder, der auch Kraftsport macht und aktiv ist im Alltag, jetzt nicht irgendwie nur auf dem Arsch sitzt, der weiß, dass 2000 Kalorien schon über einen längeren Zeitraum vor allem ziemlich wenig sind. Ja, ich musste dann auch runter von diesen Tomatensoßen essen, von diesen vielseitigen, mit vielen Lebensmitteln, wirklich auf was ganz Einfaches, Stupides runter, wo ich nicht viel hätte falsch machen können. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht reagiert der Körper da anders drauf. Im Endeffekt sind Kalorien Kalorien, Eiweiß ist Eiweiß in den meisten Fällen.
Und Fett ist Fett, Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate. Aber ich hatte so Schiss, dass ich mich irgendwo vertue bei den Lebensmitteln, dass ich wirklich auf diese komplette Oldschool-Variante übergeschwenkt bin und wirklich nur noch Reis, Brokkoli, grüne Bohnen und Hähnchen. Die grünen Bohnen habe ich nur dazu gemacht, weil sie kaum Kalorien haben. Die Boxen, wo ich immer mein Essen drin ein bisschen ausfüllen und einfach auch ganz gut und neutral schmecken. Dann bin ich auf 2000 runter. Hab aber gemerkt, fuck, rechnerisch würdest du schaffen, aber du kennst deinen Körper mittlerweile in den 3 Monaten Diät so gut, dass du genau weißt, mit dem Defizit würdest du es auch nicht schaffen, das ganze Fett da runterzuziehen, was dein Ziel ist. Da habe ich mir gedacht, die Zeit des Leidens, die Zeit der Diät ist begrenzt. Ja, du hast noch 4 Wochen, die musst du durchziehen, obwohl damals waren es noch 5. Die musst du durchziehen und danach bist du fertig. Danach kannst du alles essen, was du willst. Danach ist das Leiden vorbei. Danach hast du es geschafft. Was ich also gemacht habe, war, ich bin dann runter von den 2000 nochmal auf 1,8. Und mit diesen 1,8, mit knapp 180, 90 Gramm Eiweiß, ich müsste mal gucken, ich glaube an die 250 Gramm Kohlenhydrate. Und ich kann es euch mal zeigen. Das hier, das ist mein momentaner, das ist meine momentane Makroverteilung. Ihr seht's, das Ganze ist auf 2800 Kalorien eingestellt, aber am Tag, und das könnt ihr auch hier sehen, ich habe schon mal vorgetrackt, sind wir bei 1697, genau. Und wie gesagt, das sind dann eben diese 180, 190 Gramm Eiweiß, 170 Gramm Kohlenhydrate und ja, natürlich ist da immer ein bisschen mehr Fett dabei, weil ich das Fett zum Anbraten und meine Omega-3-Kapseln am Morgen gar nicht tracke, sind wir auch bei 30, 40 Gramm ungefähr. Das ist natürlich sehr extrem und sehr krass und ich fühle mich auch dementsprechend, aber es war wirklich die einzige Möglichkeit, wie ich noch optimistisch sein konnte, fertig zu werden und ja, mir selbst ein gutes Gewissen zu machen und mir selbst einen Grund zu geben, durchzuziehen und zu glauben, es war nicht alles umsonst. Weil natürlich ist nicht alles umsonst, auch wenn ich nicht perfekt trocken auf der Bühne stehe. Es war eine Erfahrung, es ist ein krasser Weg, aber mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, warum tust du dir das an? Es gibt so viele geile Lebensmittel, du könntest jetzt essen gehen mit deinen Freunden, du könntest ein Eis essen gehen, du könntest dir alles gönnen, was du willst. Du weißt jetzt sogar, wie du deine Form hältst und du weißt, dass die Erhaltungskalorien, die ungefähr bei 2800 Kalorien liegen, denke ich mal, um den Dreh, reichen dir sowas von aus über den Tag. Du kannst cheaten, du kannst dir alles gönnen, was du willst. Du kannst if it fits your macros machen, du würdest nicht zunehmen. Und das sagt sich die ganze Zeit in meinem Kopf. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich dann in dem Maße dann die einzige Möglichkeit, mir selbst mit diesen Gedanken nebendran zu sagen, nein, du ziehst durch und du machst das, ja. So viel dazu, so viel zu der Ernährung. Jetzt sind es noch 4,5 Wochen. Ich bin bei 1,8 bis maximal 1,9000 Kalorien am Tag. Und ja, ich denke, ich halte das durch. Es ist natürlich auch so eine Frage, und da kommen wir zum zweiten Punkt, die Form und das Training. Ja, hauptsächlich das Training, die Form seht ihr im Anschluss. Oder die Form machen wir in einem separaten Video am besten. Ich sehe schon, es ist schon 13 Minuten lang, dieses Video, deswegen die Form, das Form-Update, das kommt dann demnächst. Genau, jedenfalls Training. Training war phänomenal. Ja, das war wirklich eine der Sachen, die mich zum einen natürlich krass motiviert haben, aber auch genauso stutzig gemacht haben. Weil das Gewicht auf der Waage ging immer weiter runter, ja. Zwar nicht so schnell, wie ich es gerne gewollt hätte, aber es ging ständig runter. Ich kann euch mal hier den Verlauf zeigen. Hier sieht man jetzt zwar nicht die Zeitintervalle groß, wo ich mich gewogen habe, aber ihr seht, das hier ist die Linie, wie ich mein Gewicht verloren habe. Vom 1.1. bis zum 13.4. Heute haben wir den 15.4. Ich habe insgesamt schon 12,4 Kilo verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich hier angefangen habe.
hier habe ich bei 94 angefangen. Ich weiß auch gar nicht, so mein Ausgangsgewicht waren so 94, 95. Ja, es ging immer weiter voran, aber meine Trainingsleistungen wurden nicht schwächer. Ich bin in 3 Monaten Diät mit einem Defizit am Tag von etlichen Kalorien, 1000 Kalorien zum Teil, von einem beispielsweise im Bankdrücken 5x6 mit 97,5 Kilo auf ein 5x5 mit 97 Kilo runtergegangen. Das war das Einzige, was ich habe machen müssen. An manchen Tagen konnte ich dieses Gewicht selbst noch verbessern. Ich bin von einem 5x5, ich sag mal so, ich bin glaube ich in Monat 2 auf ein 5x5 runter. Ich hätte im Monat 3 zum Teil noch ein 5x6 machen können an guten Tagen. Lag natürlich auch an diesem Carb Cycling, von dem ich vorher gesprochen habe. Dazu kann ich auch gerne nochmal ein separates Video machen. Aber ich war echt überrascht, wie sehr, sehr gut und einfach ich mein Gewicht halten konnte. Es wurde nicht viel schwerer. Ich hatte keine Schmerzen, keine großen Verletzungen. Ich war echt überrascht. Das war echt richtig motivierend und gut. Und so konnte ich natürlich auch meine Muskulatur perfekt erhalten. Genau. Und Training generell, ich habe so weitergemacht wie im Aufbau auch. 5x die Woche, OK, UK, OK, Pause, OK, UK, Pause. Cardio war an der Tagesordnung. Kann man ganz klar so sagen. Ab Monat 2 habe ich wirklich 5x, 6x die Woche Cardio zusätzlich noch am Ende vom Training gemacht. Ich bin ganz lange immer mal wieder 30 Minuten auf dem Fahrrad gefahren nach dem Training. Schön entspannt, schön meine 400-500 Kalorien verbrannt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, du musst das intensiver gestalten. Dein Puls reagiert nicht mehr drauf. Meine Ausdauer ist so krass in die Höhe gegangen. Ich bin Sprints gelaufen, Intervalle gelaufen. Die hätte ich mit 95 Kilo, hätte ich mir beide Beine gebrochen. Das war wirklich auch so ein riesiger Benefit von der Diät. Meine Kondition ist in die Höhe geschossen, wie sonst gar nichts. Und das war echt eine coole Erfahrung, cool zu sehen. Was so 10, 12 Kilo weniger in der Macht sind zu leisten. Und ja, das hat dann wirklich auch motivierten Spaß gemacht. Und ich habe auch Freude am Cardio empfunden, weil ich wusste, das bringt was. Das fällt mir nicht arg schwer. Und ich verbessere meine Kondition noch weiter. Dann bin ich aber auch viel mehr auf Laufen, auf Intervalle, von denen ich gerade gesprochen habe, umgestiegen. Aber auch auf den Stairmaster. Das ist diese Treppensimulation quasi, wo dieses Gerät Treppenstufen hat und dann du immer weiter hoch musst und die Geschwindigkeit der Treppenstufen, die unter dir herlaufen, die kannst du halt anpassen. Und da habe ich dann auch Intervalle gemacht, bin ich immer bei, ja gut, die Stufen sagen euch jetzt nichts, aber immer 5 Minuten moderat und dann wieder 2 Minuten richtig schön kleine Steps, kleine Tippelschritte nach oben, schnell, 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 und habe so meinen Puls teilweise auf 160, 170 gebracht, was die Fettverbrennung dann natürlich auch nochmal ordentlich ankurbelt. So viel dazu. Ja, Training war echt super und Motivation war da. Jetzt ist natürlich die Frage mental, körperlich, wie geht's mir? Es ging mir super gut, ja. Die ersten 3 Monate, ich habe die Diät überhaupt nicht gespürt, ja. Ich, wie gesagt, das Training war super, mental, Hungergefühl war nie da, wirklich. Ich glaube, 3-mal hatte ich so wirklich richtige Heißhungerattacken auf irgendwas Süßes, auf irgendwas Leckeres. Abgesehen davon, dass mir das Essen sowieso immer besser geschmeckt hat, das, was ich bekommen habe, was natürlich auch cool ist, wenn du auf einmal an Reis, Bohnen und Brokkoli gefallen findest, weil es so intensiv und lecker schmeckt, das hätte ich dir im Aufbau um die Ohren geklatscht. Da war ich nur verwöhnt von Käse-Tortellini mit Käse überbacken, mit Süßigkeiten, Eis, Schokolade, 24-7. Und jetzt habe ich halt Reis, Hähnchen, Pute, Brokkoli und Reis, Hähnchen, Pute, okay. Reis, Hähnchen, Brokkoli und Brechbohnen. Und das schmeckt so lecker, wenn du es richtig würzt. Also ich fasse es wirklich nicht. Das ist krass, wirklich. Ich würde mich jetzt drum schlagen, so eine Portion zu kriegen. Nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil ich es einfach auch lecker finde. Und das war sehr cool. Das hat mich mental dann auch wirklich weitermachen lassen. Ja, dieses ausbleibende Hungergefühl, diese mentale und körperliche Fitness. Aber jetzt bei unter 2000 Kalorien mittlerweile fühle ich schon langsam den Impact, den diese Diät auf mich hat. Ja, ich bin schlapper. Ich bin müde,
körperlich müde, ja, alle die ganzen Gliedmaßen ziehen, wie als hättest du eine Grundspannung auf der Muskulatur, als würdest du spüren, wie dein Körper das Fett verbrennt, aber du spürst es nur, du siehst es nicht. Ja, es ist wirklich so ein ständiges, ja, dein Körper schreit nach mehr Essen, dein Magen nicht und dein Kopf sagt sich immer wieder, nee, es ist einfach nicht drin, das ist auch gut so. Du hast ja dein Ziel, was du erreichen willst, aber dein ganzer Körper, der will mehr. Ja, und das war wirklich hart in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, auch erst ab den besagten 1800 bis 2000 Kalorien. Davor mit 2,5 gar kein Problem. Ich glaube, es liegt auch vielmehr daran, dass ich ein konkretes Ziel hatte. Dass ich genau wusste, wo ich hin will. Dass ich wusste, was es mir abverlangen werden würde, und da ich auch mit einer viel kränkeren und kränkeren, also viel heftigeren Vorstellung da reingegangen bin, beziehungsweise mir gedacht habe, es würde viel, viel härter werden, fiel es mir natürlich dann auch umso leichter, weil wer kennt es nicht, Erwartungen, die man hat und dann halt nicht erfüllt werden, können entweder super enttäuschend sein, wenn man sich Hoffnung gemacht hat, oder sie schlagen ins Positive um, es ist viel besser als gedacht. Und bei mir war es Gott sei Dank die zweite Variante, ja, was dann natürlich auch eine super Sache war. Ja, jetzt sind es noch 4 Wochen, das Ganze zusammengefasst war bis jetzt hierhin eine super, super Erfahrung. Ich kann jedem empfehlen, der wirklich passioniert im Bodybuilding-Sport ist, das schon einige Jahre macht, versucht euch mal dran, ob ihr am Ende dann auf die Bühne geht oder nicht, völlig egal, zieht mal durch. Ihr lernt so viel draus, ihr lernt es auf andere Faktoren in eurem Leben zu übertragen, ihr lernt, was wirklich wichtig ist. Es hört sich alles jetzt so nach pauschalem Gelaber hier an und irgendwie von wegen, ich will euch jetzt die Hoffnung machen, dass es das Allheilsmittel für alle mentalen und einstellungsbezogenen Sachen ist. Aber es hilft euch wirklich weiter und das ist wirklich eine super Sache. Nicht, dass ihr körperlich fitter werdet, ihr nehmt ab, ihr fühlt euch besser, ihr fühlt euch agiler, vitaler, ihr schlaft besser, ihr regeneriert schneller, was absurd ist. Ja, ihr habt viel weniger Nährstoffe, aber ich brauche viel weniger Schlaf, um gleich fit zu sein. Kann natürlich jetzt nur daran liegen, dass es mir so geht. Euch muss es nicht so gehen, aber mir persönlich mit 15, bald 15 Kilo weniger, als am Anfang geht der Schlaf viel besser von der Hand, ich fühle mich viel fitter. Der Hunger ist natürlich ab einem gewissen Punkt ein Thema, und dass du dich körperlich fit nicht mehr so ganz auf dem Stand der Dinge, auf dem höchsten Niveau fühlst nach 3,5-4 Monaten Diät, ist ja wohl auch klar, aber wirklich so eine disziplinierte, zielorientierte Sache, die kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Du wirst disziplinierter beim Studium, im Job, im Alltag. Ja, und ein Ziel zu haben, ist, glaube ich, immer ganz gut. Ja, so viel dazu. Das waren meine Gedanken, meine Zusammenfassung der bisherigen Diät. Ich bin natürlich jetzt nicht komplett ins Detail gegangen. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, wenn ihr wollt, dass ich auf irgendwas nochmal genauer eingehe, dann lasst mich unten in den Kommentaren wissen oder schreibt mir einfach eine Nachricht. Und ja, damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, und ich hoffe für mich, dass ich die letzten 4 Wochen nochmal durchstehe. Updates werden folgen, das Posing-Update kommt auch demnächst. Und ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Frühling, bald kommt ja der Sommer auch, es ist wunderschön draußen, es ist echt ziemlich, ziemlich warm und toll, und ich sollte auch viel öfter rausgehen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Julian, ciao, ciao.